Gott ist der unveränderlich Treue, der unveränderlich Barmherzige, der unveränderlich Liebende. Der Mensch hingegen ist einer, der sich relativ leicht ändert, oder im Leben des Menschen ändert sich relativ leicht einmal etwas. Das klingt wie eine gute Nachricht, es kann aber auch eine Drohung sein. Wir wissen es, dass sich nicht alles so gut weitergestalten lässt, wie es manchmal begonnen hat. Dann kommt es im allerschlimmsten Fall zu Kriegen. Wir sind dankbar, dass wir eine Zeit des Friedens kennen und wollen alles tun, dass Frieden erhalten bleibt oder sich ausbreitet. Das gilt für die einzelne Person im Herzen des Menschen. Das gilt für Gemeinschaften wie Familien, Pfarren, ja, einzelne Länder und für die Völkergemeinschaft. Frieden soll sein. Es wurde uns in der Lesung geschildert, dass der Apostel Paulus, ein Verfolger Jesu, zum Verfolgten wird. Es heißt, dass da die Juden vornehme, gottesfürchtige Frauen und die Ersten der Stadt gegen Paulus und Barnabas aufgehetzt haben und sie veranlassten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas. Wir merken, es ist möglich, Menschen zu beeinflussen, die dann eine Verfolgung, also Kriegssituation, gestalten. Für Paulus hat sich vieles verändert. Der Verfolger wird jetzt zum Verfolgten. Aber es ist eine neue Art des Lebens, auch als Verfolgter, weil er jetzt ein in Gemeinschaft mit Jesus lebender und Verfolgter ist. In Gemeinschaft mit Jesus leben heißt, dass zwar irdisches Leben weiterhin mühsam bleibt, dass aber das irdische Leben schon unterfangen ist vom ewigen Leben. Jesus nennt es so, dass jemand, der sich in die Hand des Vaters gibt, nicht mehr entrissen werden kann. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Also wer diese Veränderung in seinem Leben gewollt hat, dass er sein Leben Gott anvertraut, für den bleibt das Ewige ewig, das Göttliche bleibt göttlich und das Irdische, ja, das bleibt einer Veränderung unterworfen. Aber die Seele des Menschen, also die vom Geist erleuchtete Seele, weiß sich bereits beheimatet. Und aus diesem Heimatgefühl bei Gott heraus, aus diesem Heimatgefühl heraus, kann der Mensch denen, die Heimat suchen, Heimat anbieten, ja, und kann auf die große Heimat bei Gott verweisen. Ich muss zu dem Thema der gute Hirte an eine Erzählung denken, die ein Mitbruder aus Wien, der aus Indonesien stammt, Pater Antonius Deva, hat mir erzählt, was er als vor über 20 Jahren erlebt hat in seiner Familie mit seinem Vater, der eine Landwirtschaft gehabt hat und hat.
eine Landwirtschaft mit Kühen und es ist passiert, dass eine Kuh verloren gegangen ist. Das ist für eine relativ arme Familie ein schwerer Verlust. Jährlich sollten 2 Kühe verkauft werden, um die Schulausbildung der Kinder finanzieren zu können. Jetzt ist eine Kuh verloren gegangen und der Vater hat sie tagelang gesucht, hat sie aber nicht finden können. Und es hat sich herausgestellt, dass sie gestohlen wurde und über Hinweise wurde in Erfahrung gebracht, wo diese Kuh zu finden ist. Und es war in einiger großer Entfernung und der Vater hat sie tatsächlich gefunden. Derjenige, der in Anspruch genommen hat, dass die Kuh jetzt ihm gehört, wollte sie nicht zurückgeben. Es ist zu einem immerhin 2 Jahre lang dauernden Streit gekommen mit Anwälten und so weiter, weil keine Einigung herbeigeführt werden konnte, wem diese Kuh nun gehört, hat man entschieden, dass unter Beisein von Polizei und vielen Leuten aus der Dorfgemeinschaft hat man entschieden, die Kuh auf einen neutralen Platz zu bringen. Weder bei dem einen noch bei dem anderen soll sie momentan sein, bis das Ganze endgültig geklärt ist. Und jetzt kommt es zu der Situation, dass man mittels eines Lastwagens diese Kuh transportieren wollte, aber trotzdem, dass ganz viele Männer und starke Männer beteiligt waren, war es unmöglich für sie, die Kuh auf die Ladefläche des Lastwagens zu bringen. Da hätte sie immerhin ein Stück auch so gehoben werden sollen oder sollte selbst sich hinaufbewegen. Es ist nicht gelungen. Als der Vater meines Mitbruders und der wahre Besitzer der Kuh dann hingekommen ist, hat er mit der Kuh ein bisschen gesprochen, hat sie berührt, geklopft und hat den ersten Fuß hinaufgegeben und hat ihr noch eine geklopft und die Kuh ist auf den Lastwagen gesprungen und großes Staunen bei ganz vielen Menschen. Und die Verantwortlichen haben auf Anhieb erkannt, dem gehört die Kuh. Der hat eine Beziehung. Die kennen sich. Und es war jeder Gerichtsstreit war beendet. Es war praktisch das Zeugnis der Beteiligten. Wenn wir wollen, das Zeugnis der Kuh und das Zeugnis des Besitzers, die gehören zusammen. Da ist eine Beziehung und ich meine, dass dieses Verhältnis, das zwischen Mensch und Tier bestehen kann, ja auch ein Bild ist, das Jesus verwendet, Hirte, Schaf. Und das ganz Entscheidende ist, dass Jesus sagt, ihr kennt doch meine Stimme. Ihr, die da zu mir gehört, ihr wisst, wer ich bin. Ich kenne euch und wir kennen einander. Und im biblischen Sinn ist Kennen immer auch Lieben. Also diese Beziehung, die da zwischen Jesus und den Menschen ist, ist irgendwie auch abgebildet, so meine ich, in diesem Verhältnis, das zwischen dem wahren Besitzer einer Kuh und der Kuh besteht. Auch nach 2 Jahren Trennung gibt es das Kennen. Ich meine, dieses Beispiel, es hat mich sehr berührt, als es mir vor Jahren erzählt wurde. Dieses Beispiel sagt uns doch, auch wenn manchmal das Miteinander nicht so tief, so persönlich ist, wenn es irgendeine Art von Trennung gibt, es gibt die tiefe Verbundenheit, es gibt das Verwurzeltsein, es gibt das Einanderkennen. Und nicht selten erleben es ja auch Mütter, Eltern,
dass die Kinder sich relativ frei machen von der Idee, von den Gedanken, von der Einstellung der Eltern. Aber im Tiefsten bleibt etwas von dem, was die Eltern in ihre Kinder hineingesagt, hineingelegt, hineingeschenkt haben. So dürfen wir auch das Gottesverhältnis vieler Menschen betrachten, die rein äußerlich nicht unbedingt Zeugnis dafür geben, dass sie an Gott glauben, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Aber im Tiefsten gibt es eine Verwandtschaft, eine Verbundenheit, und die kann ständig wieder aktiviert werden. Mögen wir Menschen sein, die die Stimme Jesu weitersagen, die das Wort Jesu weitersagen. Jesus sagt ja, wer euch hört, hört mich, und wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. So mögen wir Botschafterinnen und Botschafter des Himmels sein, Botschafterinnen und Botschafter des unsichtbaren, aber gegenwärtigen Gottes. Der verborgene Gott will sich durch unsere Liebe erlebbar machen. Amen. Vielleicht können wir von dieser starken Kuh lernen, dass es gilt, Widerstand zu leisten, bis der richtige Jesus kommt. Und dann geht's leicht. Und wir können das auch weitersagen den Jugendlichen. Widerstand leisten, bis der richtige kommt. Dann geht's leicht.